Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Gothic Nichts zu holen. 2, die Nacht des Rabe. Nun, es ist eine neue Aufnahme. Und ich habe beim letzten Mal versprochen, dass ich mich hier drin umschaue. Und das mache ich doch einfach mal. Ich meine, was wird hier schon groß sein? Es gibt hier ein paar Fische. Die nehme ich mir mal mit. Nein, nicht hinsetzen, sondern den Ring nehmen. Genau, Trank. Ein leichter Fisch, siehst du mal, da ist bestimmt wieder was drin. Und den da will ich. Ich weiß nicht, warum ich mich da gerade hingesetzt habe. Ich wollte eigentlich den Fisch nehmen. Wahrscheinlich ist im letzten Moment der Fokus verrutscht. Oh, drei Dietriche. Sehr schön. Genau das, was ich brauche. Hier ist ganz viel Alkohol, okay. Mir scheint, die Leute vom neuen Lager, die haben hier bei der Flucht aus der Barriere gar nicht alles mitgenommen. Also es sieht schon so ein bisschen umgestürzt und so aus, aber die haben schon einiges zurückgelassen, ne? Sind sie vielleicht irgendwie überhastet aufgebrochen oder so? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Ich fürchte ja so ein bisschen, dass ich hier einem Gegner in die Pfoten laufe und da ist ja auch tatsächlich ein Eisgolem. So. Jetzt ist die Sache folgendes. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht hier zu Gothic 2 und den Drachen. Und es ist wohl tatsächlich so, wie ich befürchtet hatte. Der Eisdrache ist der stärkste von allen. Und es ist wohl eigentlich vorgesehen, dass man den zuletzt besiegt. Und zwar sollte hier irgendwo in der Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan ist dort ein Drache. Und das ist halt so der zweite. Ne? Der erste war der Sumpfdrache, da war der Hinweis ganz oben. Andererseits stimmt es gar nicht. Der Drache aus Eis war der erste Hinweis, aber da wurde mir nicht gesagt, wo der ist. Und die Späher der Paladini haben Auric berichtet, dass die Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan schwer bewacht sei. Genau, das ist also eigentlich der nächste Drache, so vom Schwierigkeitsgrad her. Biff, das ist für dich. Biff, Arbeit! Biff, Arbeit! Mach dich nützlich. Ich habe schon wieder fast den Biff gehauen, den Arm. Zu plündern. Gut. Brauchst du? Klar. Jetzt ist es natürlich so, wie gesagt, ich bin hier eigentlich zu früh und hier bin ich eigentlich noch zu schwach. Brauchst du? Klar. Aber ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und versuche natürlich Biff hier am Leben zu erhalten. Ich schaue hier einfach mal, wie weit ich komme. Und wenn ich dann aber irgendwann jetzt hier nicht mehr weiterkomme, dann bin ich auch gerne bereit, mich einfach zur Burg zu teleportieren. Ich höre Wölfe. Oh oh. Biff, für dich. Sehr schön. Ja, das klappt auch super so mit Biff und mir. Ich finde, wir haben uns gut eingespielt. Okay, ich brauche 60 Mana. Moment. Oh, na, dann halt eben so ein. Was soll's. Ich brauche aber wieder Mana-Tränke, wie ich gerade sehe. Ich müsste also mal demnächst vielleicht ein bisschen was einkaufen. Ach komm schon. Warum trifft es nicht? So. Haben wir das gerade nicht getroffen? Der erste? Ist das? Das liegt wahrscheinlich daran, wie gesagt, dass ich den Fokus weggetan habe. Dass ich den anderen Wolf anvisiert habe. Und dann hat der erste halt nicht mehr getroffen. Das ist ein bisschen seltsam eigentlich. Tja, aber ist halt wohl so. Okay. Ich schätze, oh, da ist ein Eisgolem. Oh mein Gott. Okay, Biff, was tun wir hier? Biff, wir greifen den da an. Schon wieder ein von diesen Biestern. Und deshalb friere ich den hier ein. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Jetzt der andere.
Komm her. Feuer auftaut. Schnell. Biff, schnell. Ah. Gerade so. Gerade so. Aber gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Da ist nichts zu holen. Ich finde, wir stellen uns ziemlich gut an. Und Biff hat überhaupt keinen Schaden gekriegt. Wow. Sehr gut. Ich bin ja mal nach wie vor ein bisschen sparsam. Und trinke lieber die kleinen Tränke als die großen. Also nicht sparsam im Sinne von, es braucht dann weniger, sondern sparsam im Sinne von, ich heb mir die großen lieber für dann auf, wenn es wirklich schnell gehen muss. Andererseits wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, ein paar kleine aufzuheben. Für wenn mir wirklich nur 50 fehlen. Naja, aber 50 kann ich ja eigentlich auch mit irgendwelchem Essen und so machen. Das ist ein kleineres Problem. Da ist nichts zu. So, das Erich hat auch nichts dabei. Von den Golems halte ich mich mal lieber ein bisschen weg. Da lege ich mich dann doch lieber mit... Moment. Bevor ich mich mit denen hier anlege, brauche ich ein wenig Mana. So, Biff. Biff? Hm. Ach, nö. Biff, du alter... Du bist doch echt blöd. Gut, okay, da war es... In dem Moment war doch der Zauber ein bisschen schuld, dass der Zauber einfach den Falschen getroffen hat. Das, war nicht so gut. Damals gerade wunderbar gesehen, da ist wie ich automatisch auf Biff da ist nichts zu holen. Fixiert habe, nachdem der letzte Echsenmensch weg war. Och, komm schon. Blöder Wolf, ey. Bewegt sich da einfach. Dann du. Sollte beide treffen. Tut's aber nicht. Biff. Das klappt ja ganz wunderbar gerade. Was tue ich hier? Jetzt greif doch mal Biff an, nicht mich. Das, war so nicht geplant. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass mich so ein Wolf umlegen kann. Oh mein Gott. Alles von vorne. Ich stell das mal eben nach. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Weiter geht's. Und zwar... Wollen wir doch mal schauen, ob Biff und ich nicht diese beiden Wölfe gemeinsam hier erledigen können. Mit voller Gesundheit. Die hauen schon übelst rein, ne? Muss ich ja sagen. Die sind schon echt stark dafür, dass sie nur 150 Erfahrung geben. Muss ich ja sagen. So, ich brauche auf jeden Fall ganz viel Heilung. Irgendwie brauche ich erstmal 40. So, das sind schon mal 30. Und dann habe ich hier Feld drüben. Nee, komm, einfach eine Heilpflanze. Passt schon. Und dann fehlen noch genau 200. Also, machen wir das mal so. Hat Biff denn was abgekriegt? Ja, ein bisschen was. Brauchst du. Kriegst du auch mal einen großen. Und das reicht auch mal fürs Erste für ihn. So, und weil ich jetzt wieder nicht so blöd bin, weil ich daraus gelernt habe, speichere ich hier gleich nochmal. Problem ist, da hinten ist wieder, wieder so ein Golem. Machen wir das mal so. So. Jetzt ist immerhin der Wolf mal hier weg. Ich brauche gar nicht mehr so viel Erfahrung, habe ich gesehen. Bis zur nächsten Stufe, nur noch 1400. Das Problem ist natürlich, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, mich mit den Golems anzulegen, weil ich halt relativ wenig Mana-Tränke nur noch habe und mich lieber auf Gegner konzentrieren würde, die wirklich im Weg sind. Insbesondere diese Echsenmenschen halte ich für ein bisschen gefährlicher als die Golems, weil den Golems kann ich relativ gut aus dem Weg gehen sogar. So, jetzt habe ich natürlich gemerkt,
Moment, ich habe viel Mana? 55. Und ein Feuersturm kostet 25. Ein Eisblock kostet 40. Das heißt, ich brauche 65. So viel habe ich nicht. Also muss ich jetzt irgendwie meinen Mana auffüllen. Und zwar um 10, um genauer zu sein. Dann sollte das genau reichen für einen Feuersturm und dann einen Eisblock. Und zwar möchte ich mit dem Feuersturm den Exilmensch hier anlocken. Schon wieder ein von diesen Biestern. Und Biff auf ihn hetzen, um dann den anderen einfrieren zu können. Das hat wunderbar funktioniert. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. Wenn meine Zauber genau den treffen, den sie treffen sollen. Ich finde es ja auch so seltsam, dass jetzt diese seitliche Hitbox so groß ist. Der Zauber ging eindeutig an dem linken vorbei. Also zum rechten hin. Aber wenn man halt direkt in einem drin steht und nicht genug Abstand hat, dann ist die Hitbox in Bewegungsrichtung des Zaubers so klein, dass es halt eben doch nicht trifft. Ist schon irgendwie witzig. Nun denn, ich brauche Mana, und zwar ganz viel. Nämlich 120. Das heißt, ich nehme mir 100. Und dann nehme ich mir hier mal... Ja, bin ich mal ein bisschen verschwenderisch, wenn ich keine kleinen mehr habe. Was soll's. So. Kann ich hier in die alte Taverne rein, des neuen Lagers? Das fände ich jetzt doch mal interessant, ob es sie noch gibt. Sieht aber nicht so aus. Schade. Sei denn, ich kann da irgendwie hoch. Also gut, es geht wahrscheinlich, aber da oben ist halt auch dieser Golem, dem ich eigentlich aus dem Weg gehen wollte. Vielleicht kann ich da von da oben hier reinklettern, ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Aber jetzt nicht, jetzt nicht. Ich lege mich jetzt nicht mit dem Golem an. Denn ich muss, wie gesagt, dringendst mir etwas Mana besorgen. Mana-Tränke. Ich habe echt nicht mehr viele. Wie kam man denn da hoch? War das nicht hier irgendwo? Also ich rede jetzt von Gothic 1, aber okay, hier kommt man auch hoch. Hier komme ich aber nicht weiter. Da will ich hoch, genau. Komm schon, das geht, oder? Ach komm, erzähl mir nichts, da kann man hoch. Ach komm schon, das passt doch. Nee, okay. Das wird hier also erstmal nichts. Schade. Biff, wo bist du? Sag mir nicht, du bist wieder weg. Da ist er. Hab ihn. Okay, wieder in dem Sinne, weil ich gerade beim Nachstellen ihn kurzzeitig verloren hatte. Und es wundert mich, dass hier überhaupt keine Musik spielt an dieser Stelle. Das finde ich sehr seltsam. Tja. Nun denn, also, hier ist die Höhle. Da sind ein paar Eiswölfe, ein paar Echsenmenschen. Ah, da hinten ist schon der Drachenhort. Ich würde mal hier vorsichtshalber noch mal eine Runde abspeichern. Und dann hoffe ich mal... Oh mein Gott, sind das viele. Komm, bleib stehen. So ist gut. So. Einer ist weg von den drei. Biff, der Rest gehört dir. Biff, ich brauch dich jetzt. Biff. Mein Gott, dauert das lange. Ah, so knapp, hey, so knapp. Und es wundert mich, also ich wiederhole mich, aber das wundert mich echt, dass die Eiswölfe hier so massiv stark sind. Hey, die geben gerade mal 150 Erfahrungspunkte, ein Snapper gibt 120. Und von der Sorte schaffe ich irgendwie 4 oder 5 oder so. Und von denen hier noch nicht mal einen. Was ist hier los? Ich wüsste schon gerne mal, was für Verteidigungswerte die haben. Ups. Das war blöd. Andererseits habe ich natürlich aber auch gesehen, gegen Feuer zum Beispiel sind sie sehr anfällig, die Wölfe. Von daher schätze ich mal, dass sie vielleicht gegen Waffen einen höheren Schutz haben, aber gegen Feuer halt einen kleineren oder so. So. Schon wieder eins von diesen Biestern.
Perfekt. Genau so war das geplant. Diesmal hat es geklappt. Das sollte uns den einen Echsenmenschen vom Leib halten. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Zumindest bis Biff. Komm her, Wolf, komm her. Komm her. Sehr schön. Biff, für dich. Biff, mach dich nützlich, Mann. Wofür habe ich dich denn? Wofür bezahle ich dich? Geht doch. Ja, so muss man's den Biestern geben. Ja, Biff ist ein bisschen angeschlagen. So, nun gut, also jetzt erstmal hier Loot einsammeln. Und dann haben wir hier noch den da. Moment, ich brauche erstmal wieder Mana. Sicher ist sicher. Ich fürchte nämlich, dass der hintere da auch noch herkommt. Schon wieder eins von diesen Biestern. Yep. Und da hinten ist auch schon der Drache, guck mal. Den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Biff, wo bist du? Ach, jetzt muss ich dich erstmal hier rauslocken, ne? So ist gut. Witzigerweise habe ich ja gegen diesen Echsenmenschen noch weniger Probleme als gegen die Eiswölfe, obwohl die mehr als doppelt so stark sind hier eigentlich. Hm. Tja, so ist das nun. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Das fällt dir aber früh ein, Mann. Das fällt dir früh ein. Schon wieder eins von diesen Biestern. Hintergrund, hä? Ich seh's. Ich sehe, wie du dich im Hintergrund hältst. Das hast du gut gemacht, Biff. Ich mag Biff. Na komm. Sehr schön. So. Jetzt brauche ich genau 100 Lebenspunkte. Und Biff braucht auch erstmal einiges an Heilung. Und zwar ein paar beste Heiltränke, ein paar gute. Ich halte mal eben hoch. Und, ich würde mal sagen, weil das hier der stärkste Drache ist. Warte mal. Ich frage mich, wenn ich mich jetzt schlafen lege, zurück im Lager, in der Burg, ob dann Biff wohl auch geheilt ist. Ich weiß es nicht. Weil die Sache ist die Folge ist eigentlich schon voll und ich habe 21 Lernpunkte. Ich habe 2 Stufen, die ich noch verteilen kann. Und eigentlich, also jetzt in dieser Folge schaffe ich das sowieso nicht. Finkrieg. Nee, wisst ihr was? Ich mache hier einen kleinen Rückzieher. Es ist gut zu wissen, dass ich so weit gekommen bin. Aber ich werde jetzt erstmal zur Burg zurücklaufen. Und dort sehen wir uns dann wieder, wenn ich mich auf den Weg mache, um Hoshpak und den nächsten Drachen hinter dem... Wie war das? Keine Ahnung. Hinter dem Vulkan irgendwo war ein Drache. Ich denke, ab hier... Wie du meinst. Warte mal. Zu suchen? Ach nö, ich wollte ihn wieder mitnehmen. Mist. Das Ärgerliche ist halt, dass er hier hinten so stehen bleibt und dann nicht weiter mitkommt. Insbesondere jetzt auch, wenn ich zurücklaufen wollte, ist er hier einfach stehen geblieben. Das heißt, ich werde hier noch mal ein bisschen vorher laden. Aber ich bin noch nicht gelevelt. Verdammt, ich bin noch nicht gelevelt. Mein Gott, wie dumm von mir. Dann muss ich das halt mal eben nachstellen. So, wie gesagt, ich level hier noch hoch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal in der Burg. Und dann werde ich mich ein bisschen Lernpunkte ausgeben, mich verbessern. Und dann geht es weiter auf die Drachenjagd. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen. Nein, Biff, nein, tu's nicht. Nein, okay, doch nicht auf Wiedersehen. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Das hier muss noch sein. Ah. Oh, das sind sogar 3. Oh, das sind sogar 3. Das ist nicht gut. Biff, kämpfe. Kämpfe wie ein Biff es nur kämpfen kann. Sehr schön, sehr schön. Das hat ja wunderbar funktioniert. Und er kämpft ausgerechnet noch gegen den Nicht-Eingefrorenen. Das ist ja großartig. Als hätte ich es gewollt. Biff, nein, nicht der. Der hier. Da muss ich eben einen selber machen. Oder zumindest aufhalten, bis Biff kommt.
So, hui, das war knapp. Aber gut, ich habe gelootet. Nichts zu holen. Ex-Mensch, Eiswolf, habe ich alle? Nichts zu holen. Ich habe alle, alles klar. Gut, wie gesagt, ich laufe jetzt zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich mich verbessere und erstmal nichts zu plündern. Die einfacheren Drachen mache, weil das hier erstmal dann echt